Die Pochers sind im Verteidigungsmodus. Oliver und Amira Pocher haben mal wieder Zoff mit Anne Wünsche der Grund. In ihrer vergangenen Ausgabe von Die Pochers hier sprachen sie über Laura Müller, die auf Instagram ein paar Luxustaschen von sich zu Schnäppchenpreisen verhökerte. Will sie ihren Fans mit den Taschen, von denen ich noch nicht mal sagen würde, dass die alle echt sind, wirklich was Gutes tun oder sind die Aufträge? Die Kohle und alles andere knapp, fragte sich Olli in seinem Podcast. Anne Wünsche fand die Lästerattacke von Oliver Pocher unangebracht und wütete in ihrer Instagram-Story gegen die Pochers. Vielleicht verkauft sie wirklich aus Not ihre Handtaschen. Sollte man da wirklich mit dem Finger auf sie zeigen? Sollte man Menschen noch mehr dafür auslachen, die vielleicht wirklich gerade in einer Scheißsituation stecken? In ihr koche die Wut hoch. Fügte sie außerdem erbost hinzu, niemand kennt sie. Die Pochers schießen gegen Anne Wünsche. Offenbar gab es neben dem öffentlichen Statement von Anne noch einen privaten Austausch zwischen ihr und Amira. Denn im Podcast verriet die Frau von Oliver Pocher wütend, da muss ich mir wirklich von einer Anne W. sagen lassen, dass ich ein schlechtes Vorbild für meine Kinder bin. Daraufhin habe sie der Influencerin geantwortet. Wenn ich einen YouTube-Kanal für meine Kinder einrichte, bin ich dann eine gute Mutter? Dann bleibe ich lieber ein schlechtes Vorbild. Außerdem stellte Amira klar, dass nicht sie, sondern nur Olli sich über Laura Müller lustig gemacht hätte. Ich habe noch gesagt, dass es nicht lustig ist, wenn jemand Geldnot hat. Und selbst wenn sie es aus Geldnot macht, ist es doch nichts Lustiges, wenn jemand Geldnot hat, berichtigte sie und fügte hinzu, dass Olli dann gesagt hätte, doch. Wenn jemand vor ein paar Monaten noch auf dicke Hose macht und Corona leugnet, dann ja. Auch gegen den Vorwurf des Mobbings wehrte sich Amira, und wieder der Klassiker, wir verdienen unser Geld mit Mobbing. Ich wüsste nicht, wann ich in meiner Moderation oder mit meiner Kollektion Leute beleidigt hätte. Nur einmal die Woche thematisieren wir in unserem Podcast aktuelle Themen und sagen unsere Meinung dazu. Was, es gibt freie Meinungsäußerung. Ich kann sagen, wenn ich Leute doof finde oder wenn ich Sachen doof finde,